Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie in einem Interview mit Tino Chrupalla im Morgenmagazin die Öffentlich-Rechtlichen versuchen, Propaganda zu betreiben, ohne dass die Zuschauer es merken. Auch, dass es Tino Chrupalla und die AfD-Leute gar nicht merken sollen, wie hier getrickst wird. Jetzt im Folgenden erst einmal die Moderatorfragen, weil man dadurch, denke ich, schon ganz gut erkennt, worauf das Ganze hinausläuft. Es viel deutlicher wird, wenn die Fragen hintereinander kommen, als wenn die Antworten dazwischen sind. Und man nicht so genau darauf achtet, auf das Drehbuch der Fragen, was eine ganz große Rolle spielt. Wenn die Fragen aber hintereinander kommen, dann denke ich, da könnt ihr schon vielleicht schon erraten, worauf ich nachher hinaus will. Danach dann die Fragen mit Tino Chrupalla, das ganze Interview. Und danach dann, warum das aus meiner Sicht gefährlich ist, was Tino Chrupalla macht zum Teil. Es auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite gefährlich ist. Und wie man es vielleicht besser hätte lösen können. Grüße Sie, Herr Chrupalla. Also Impfen über die Feiertage. Ist es ein Fehler, dass etliche kommunale Impfstellen zumachen? Gerade am heutigen Tag, aber natürlich auch das nicht ganz so freiwillige Impfen im Gespräch. Die Impfpflicht, die immer stärker gefordert wird. Sie haben sich ja immer dagegen ausgesprochen. Aber ist es nicht an der Zeit, wenn wir merken, dass nur wenn wir alle geimpft sind, dann sind wir auch wirklich alle geschützt, dass man zu diesem Punkt kommen muss? Aber die meisten Wissenschaftler sagen, die Anzahl der Impfdurchbrüche sagt ja überhaupt nichts über die Wirksamkeit der Impfung aus. Sie verdeutlicht vielmehr, dass sich das Virus so stark in der Gesellschaft verbreiten kann, wenn 27% noch ungeimpft sind. Und was würden Sie jetzt ganz konkret machen, damit es nicht noch mehr Menschen gibt, die sich erkranken oder die noch schlimmer sogar im Krankenhaus und auf der Intensivstation landen? Anders ehrlich gesagt. Und meine Frage war ja, was würden Sie konkret machen, damit die Zahlen nicht noch weiter in die Höhe steigen und damit nicht noch mehr Menschen gefährdet werden? Also hier aber hat die Politik komplett versagt. Aber ich habe gar nicht nach Verboten gefragt. Ich habe wirklich nur gefragt, was würden Sie machen, damit nicht noch mehr Menschen gefährdet werden? Übers Impfen wollen wir sprechen mit einem der Chefs der AfD, nämlich Tino Chrupalla, der uns aus Cottbus zugeschaltet ist. Schönen guten Morgen in die Niederlausitz. Guten Morgen, hallo. Grüße Sie, Herr Chrupalla. Also Impfen über die Feiertage. Ist es ein Fehler, dass etliche kommunale Impfstellen zumachen? Ja, ich denke, da, wo Menschen sich impfen lassen möchten, dann sollte natürlich auch das Angebot da sein. Die Freiwilligkeit besteht, ist ja unsere Auffassung, auch sollte weiterhin bestehen. Wer sich impfen lassen möchte, der sollte auch das Angebot bekommen, gerade auch zur Verfügung gestellt werden. Gerade am heutigen Tag, aber natürlich auch das nicht ganz so freiwillige Impfen im Gespräch, die Impfpflicht, die immer stärker gefordert wird. Sie haben sich ja immer dagegen ausgesprochen. Aber ist es nicht an der Zeit, wenn wir merken, dass nur wenn wir alle geimpft sind, dann sind wir auch wirklich alle geschützt, dass man zu diesem Punkt kommen muss? Ja, wir sehen ja, dass wir trotz einer Impfquote von ca. 70% eben nicht alle geschützt sind, dass selbst die, die geimpft sind, infektiös sind, die Corona weiter übertragen können. Also hier überhaupt insgesamt von einer Impfung zu sprechen, die wirkt, muss man ja auch hinterfragen können. Vor allem, wie lange wirkt sie? Da wurde ja zum Anfang vor einem Jahr noch gesagt, man kann ein Jahr ist die Wirkung da. Mittlerweile spricht man von 3, 4 Monaten, dass die Wirkung hält. Also hier hat man ja auch zum Teil die Bevölkerung belogen, zum Teil auch mit falschen Erwartungen hinters Licht geführt. Und hier muss man sich endlich mal ehrlich machen. Und wir sehen aktuell, dass die Bundesregierung sich weiter in eine Sackgasse bewegt und von ihrer verfehlten Corona-Politik ablenken möchte und dadurch den Druck auf Ungeimpfte weiter ausüben möchte. Aber die meisten Wissenschaftler sagen, die Anzahl der Impfdurchbrüche sagt ja überhaupt nichts über die Wirksamkeit der Impfung aus. Sie verdeutlicht vielmehr, dass sich das Virus so stark in der Gesellschaft verbreiten kann, wenn 27% noch ungeimpft sind. Ja, aber das ist ja nicht der Hauptgrund dessen, warum sich Corona weiter ausbreitet. Das ist ja genau das falsche Signal, was man gesendet hat, dass man auch zum Beispiel gesunde, getestete Menschen ausschließt aus der Gesellschaft, diesen Druck aufbaut. Das sieht man. Und es gibt genauso gut Wissenschaftler, die das genauso verneinen, die doch auch sagen, eine Impfpflicht bringe überhaupt nichts. Ich erinnere nur an den Aufruf der Ärzte stehen auf. Über 700 Mediziner, Ärzte, auch Kinder- und Jugendärzte, die davor zum Beispiel warnen, Kinder und Jugendliche zu impfen. Wir müssen auch über die Nebenwirkungen sprechen und das sollte mit in Deutschland thematisiert werden. Das ist eben auch große Nebenwirkungen geben kann, gerade für Kinder und Jugendliche. Und was würden Sie jetzt ganz konkret machen, damit es nicht noch mehr Menschen gibt, die sich erkranken oder die noch schlimmer sogar im Krankenhaus und auf der Intensivstation landen? Man muss insgesamt jetzt mal diesen Panikmodus, den wir jeden Tag hören, wenn ich die Pressekonferenz gestern von Herrn Wieler und Herrn Lauterbach gesehen habe, es wird weiter mit Panik und Angst hier geschürt in Deutschland. Das trägt natürlich zur Verunsicherung bei. Wir müssen noch ein bisschen die Gelassenheit bringen, die Verhältnismäßigkeit vor allen Dingen in den Maßnahmen wieder in den Mittelpunkt rücken, der mittlerweile auch völlig aus den Fugen geraten ist. Und wir müssen auch die grundgesetzwidrigen, verfassungswidrigen Dinge einstellen. 2G, 3G ist verfassungswidrig. Die Impfpflicht ist verfassungswidrig. Ja, das Demonstrationsrecht wurde ausgesetzt. Gerichte, aber anders ehrlich gesagt. Und meine Frage war ja, was würden Sie konkret machen, damit die Zahlen nicht noch weiter in die Höhe steigen und damit nicht noch mehr Menschen gefährdet werden?
Wissen Sie, wir müssen endlich mal wegkommen von weiteren Maßnahmen und weiteren Verboten. Das hat nichts gebracht und diese Maßnahmen, die aktuell auch verhängt wurden, ändern an der Infektionszahl in Deutschland überhaupt nichts. Ich bitte endlich darum, dass wir mit mehr Gelassenheit, mit Eigenverantwortung dahergehen, dass wir das medizinische Personal aufstocken, auch eine Ausbildungsoffensive in diesen Bereichen starten, dass wir nicht weiter Krankenhäuser schließen, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Also hier aber hat die ich Politik gar nicht komplett nach Verboten, versagt. Aber ich habe gar nicht nach Verboten gefragt. Ich habe wirklich nur gefragt, was würden Sie machen, damit nicht noch mehr Menschen gefährdet werden? Ja, ich habe es Ihnen da gerade gesagt. Eigenverantwortung, zurück zur Normalität und endlich diesen Panikmodus beenden, denn das trägt mehr dazu bei, die Menschen auch aktiv an die frische Luft lassen, nicht noch einsperren, Ungeimpfte gegen Ungeimpfte ausspielen. Das ist ja aktuell das, was in der Politik hier vonstatten geht und die Verbote und Maßnahmen ändern an der aktuellen Infektionsgeschehen gar nichts. Wer viel testet, wird viel Corona-Positive haben. Wer infiziert ist, ist nicht automatisch krank. Also hier bitte ich einfach ein bisschen Gelassenheit und auch dafür Sorge zu tragen, dass das medizinische Personal nicht noch mit einer Impfpflicht weiter unter Druck gesetzt wird, denn damit verschärft man sogar die Situation in Deutschland noch. Sagt der Co-AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla, live aus Cottbus zugeschaltet. Danke Ihnen für das Gespräch. Gehen wir die Fragen jetzt im Folgenden Stück für Stück durch. Also impfen über die Feiertage. Ist es ein Fehler, dass etliche kommunale Impfstellen zumachen? Worin besteht der Trick bei dieser Frage? Es ist eine Ja-Nein-Frage. Und egal, ob Tino Chrupalla sie mit Ja oder mit Nein beantwortet, es wäre immer schlecht für ihn. Wenn er sie mit Ja beantwortet, dann entsteht beim Zuschauer der Eindruck, jawohl, auch die AfD ist dafür, dass um jeden Preis alle geimpft werden müssen. Sie sind im Grunde auch für eine Impfpflicht. Und wenn sie dagegen sind, dann ist es unehrlich. Weil sie haben ja die Frage hier mit Ja beantwortet, dass eigentlich unbedingt alle geimpft werden müssen, dass es ganz, ganz wichtig ist, ganz entscheidend ist, dass es lebensnotwendig ist, dass die kommunalen Impfstellen unbedingt offen haben. Das ist der Eindruck, der erweckt wird. Wenn er die Frage mit Nein beantwortet, wirkt er wie ein Impfgegner. Die AfD ist dagegen, dass die Leute sich impfen. Sie glauben, sie behaupten, die Impfung, sie wäre schlecht und die Leute sollen sich nicht impfen. Und die AfD riskiert damit die Gesundheit der Leute. Schaut her, wie verantwortungslos. Die AfD setzt damit Leben aufs Spiel. Leute, die leben könnten, sterben durch die AfD, weil sie so kleinlich sind und dagegen sind, dass die Leute sich impfen. Sie sind gegen das Impfen, grundsätzlich. Und jetzt kommt das hier bei der Frage ganz klar zum Ausdruck. Das nicht ganz so freiwillige Impfen im Gespräch. Auffällig ist grundsätzlich, dass das Wort Zwang bei den Öffentlich-Rechtlichen so gut wie nie vorkommt. Stattdessen ist öfters sogar nur von einem Pieks die Rede. Die Impfpflicht, die immer stärker gefordert wird. Die Impfpflicht, die immer stärker gefordert wird. Von wem gefordert wird? Tatsächlich sind es die Medien, die großen Medien, die dieses Narrativ ständig eingebracht haben. Und womit sie auch die Ampel unter Druck gesetzt haben. Die großen Medien haben die Ampel massiv unter Druck gesetzt, einen Lockdown durchzuführen, was die Ampel am Ende nicht gemacht hat. Deswegen ist jetzt so wichtig zu schauen, was ist über dieses Wochenende passiert, werden alle Maßnahmen angewandt und wenn nicht alle Maßnahmen angewendet werden von den Bundesländern, dann ist die Bundesebene, wir gemeinsam auch im Deutschen Bundestag, in der Pflicht, dann auf bundesweiter Ebene nochmal nachzuschärfen. Darf ich Ihnen dazu was zeigen, Ihnen allen, Frau Baerbock? Wir haben einen Beitrag, wo wir tatsächlich die Ländervertreter auch hören werden, zu dem, was Sie schon gesagt haben, Frau Schwesig, eine Ergänzung dessen. Denn Sachsen zum Beispiel ist eines dieser Bundesländer, das um Hilfe aus Berlin bittet, in Anbetracht der wirklich dramatischen Situation, die dieses Bundesland im Moment zeitigt. Bayern auch, Bayern vielleicht auch aus anderen Gründen, das können wir gleich diskutieren. Aber das würde ich mir gerne anschauen mit Ihnen gemeinsam. Jetzt muss sogar die Bundeswehr helfen. Menschen, die schwer an Corona erkrankt sind, dorthin fliegen, wo es noch freie Intensivbetten gibt. Das Klinikpersonal am Limit, die Kliniken überlastet, besonders in Sachsen, Thüringen und Bayern. Wir sind im Moment auf unserer Intensivstation voll belegt. Uns gehen die Maschinen aus. Wenn dann noch weitere Patienten kommen würden, da wird die Überlebenschance der einzelnen Patienten wirklich niedriger. Die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet. 3/4 aller Krankenhäuser laufen nicht mehr im Normalbetrieb. Wichtige Operationen und Behandlungen müssen verschoben werden, etwa Chemotherapien oder Krebsoperationen. Wir machen seit mehreren Wochen im Prinzip schon so eine latente Triage. Und jetzt erreicht auch die neue Corona-Variante Omikron Deutschland. Sie könnte noch ansteckender sein. In Sachsen ist die Impfquote am niedrigsten, die Zahl der Ansteckungen dramatisch hoch. Über 2000 liegt die 7-Tage-Inzidenz heute im Erzgebirgskreis. Trotzdem, Restaurants bleiben geöffnet.
Mein Mann ist an Corona verstorben, ich war im Krankenhaus. Und jetzt halte ich mich von meinen Enkeln fern, weil ich Angst habe, dass die aus der Schule was nach Hause bringen. Und jetzt fahre ich auf den Friedhof. Das ist so unmöglich, was hier passiert. Das dürfte nicht sein. Und wenn im Sommer schon was gemacht worden wäre, dann wäre das alles nicht halb so schlimm. Ein bundesweiter Lockdown derzeit nicht umsetzbar. Die zukünftige Ampelkoalition hat die epidemische Notlage von nationaler Tragweite in dieser Woche auslaufen lassen. Viele Länder fordern jetzt bundeseinheitliche Regeln. Die Infektionen von heute sind die Intensivpatienten in zwei Wochen. Und wir brauchen deswegen sowohl eine Corona-Notbremse, eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse, als auch einen einheitlichen Corona-Plan für unser Land. Wir sind mit Berlin im Kontakt, weil uns die Maßnahmen, so wie sie im Moment sind, ganz ehrlich nicht für ausreichend erreichend erscheinen. Welche Maßnahmen favorisieren Sie denn? Den Lockdown oder gibt es da andere Varianten? Also jeder, der eine andere Variante weiß, kann die mir nennen. Olaf Scholz hat keine Position zu der Frage, ob es eine Impfpflicht braucht oder nicht, sondern er sagt, es ist gut, dass es diese Debatte gibt. Und das ist genau die fatale Taktik, die Frau Rosbach in dem Moment beschrieben hat. Und das ist so eine Art der Führung, die ich befürchte, da jetzt zu sehen, leading from behind, die aber einfach leading zu spät bedeutet in dieser Pandemie und nicht funktionieren wird, sondern immer wieder in diesen Teufelskreis hineinführt. Und um den großen Medien dann trotzdem einigermaßen gerecht zu werden, hat Scholz dann verkündet, er wäre für die Impfpflicht. Leute wie Söder, sie haben nie kritische Rückfragen zu befürchten. Indem der Moderator sagt, es wird gefordert, suggeriert er, es käme aus der breiten Gesellschaft, käme die Forderung. Dabei sind es in allererster Linie die Medien gewesen, die dieses Narrativ eingebracht haben, das bis vor kurzem noch ausgeschlossen war, im Sommer vor der Wahl. Wo es alle kollektiv ausgeschlossen haben und wo die großen Medien diejenigen, die behauptet haben, es würde eine Impfpflicht kommen, sie als dumme Verschwörer hingestellt haben, die wirres Zeug erzählen. Dieser Satz, es wird gefordert, ist also eine reine Erfindung, die die Mitläufer dazu stimulieren soll, mit dem Strom zu schwimmen. Sie haben sich ja immer dagegen ausgesprochen, aber ist es nicht an der Zeit, wenn wir merken, dass nur wenn wir alle geimpft sind, dann sind wir auch wirklich alle geschützt? Mit der Formulierung, ist es nicht Zeit zu merken, wird der AfD Dummheit unterstellt. Sozusagen, sie haben es jetzt noch nicht kapiert, alle anderen haben es verstanden, die AfD hat es noch nicht verstanden. Die Formulierung, dann sind wir wirklich alle geschützt, ist unscharf. Wirklich alle geschützt? Vor was genau? Und wie lange? Es wird suggeriert, klar, wenn wir alle geimpft sind, dann ist alles gut, dann ist alles gelöst. Das ist die Suggestion. Aber tatsächlich ist es ja so, die Impfung schützt, sie schützt wohl auch wirksam, aber nur eine kurze Zeit. Und sie schützt nicht vollkommen vor Ansteckung und Weitergabe. Und jetzt ist ja immer das Argument zu sagen, ja, aber es hilft ja ein bisschen. Durch die Impfung, da ist man ja nicht ganz so ansteckend. Dann ist es ja schon sehr gut. Dann hilft das ja schon ganz viel. Aber tatsächlich ist es so, dass sich früher oder später jeder anstecken wird. Und dann spielt das wahrscheinlich kaum eine Rolle, ob man ein bisschen mehr oder weniger ansteckend ist, sondern man ist ansteckend und wenn man sich dann einige Stunden mit jemandem im Raum aufhält, dann steckt man ihn an. Faktisch werden früher oder später alle angesteckt. Und dann ist nur am Ende die Frage, ob die Leute geschützt sind, ob sie vor schweren Verläufen geschützt sind oder nicht. Was der Argumentation für eine Impfpflicht vollkommen entgegenspricht, weil eine Impfpflicht, die kann nur dann ausgesprochen werden, wenn es um den Schutz anderer geht. Wenn wir alle geimpft sind, dann sind wir auch wirklich alle geschützt, dass man zu diesem Punkt kommen muss? Mit der Formulierung, dass man zu diesem Punkt kommen muss, bezieht er eindeutig Position. Nochmal. Die AfD wird eine Ecke gedrängt, wenn man nicht der Meinung ist, dann ist man sozusagen doof. Man muss es doch merken. Das ist doch ganz klar, das weiß doch jeder. Er bezieht ja ganz klar Position, was nicht Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen ist. Oder wenn er Position bezieht, dann müsste er gegenüber den Altparteien auch umgekehrt die AfD-Position beziehen. Oder die Position der Maßnahmengegner. Was aber nicht der Fall ist. Denn es wird nur einseitig auf eine Weise Position bezogen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Was bedeutet, dass sie eindeutig ein bestimmtes Narrativ vorantreiben. Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen ist nicht Meinungsmache, sondern die Aufbereitung von Informationen, sodass sich die Leute ihre eigene Meinung bilden können. Permanent ein Narrativ voranzutreiben und zu suggerieren, alle würden dieses Narrativ vertreten, ist nichts anderes als Manipulation. Möchte. Aber die meisten Wissenschaftler sagen, die Anzahl der Impfdurchbrüche sagt ja überhaupt nichts über die Wirksamkeit der Impfung aus. Sie verdeutlicht vielmehr, dass sich das Virus so stark in der Gesellschaft verbreiten kann. Er sagt hier, die Impfdurchbrüche würden nichts über die Wirksamkeit aussagen. Das ist gezielt unscharf formuliert. Wirksamkeit. Wirksamkeit in Bezug auf was? Der Zuhörer denkt Wirksamkeit, okay, der Impfstoff ist vollkommen wirksam. Aber natürlich ist hier gemeint, die Wirksamkeit in Bezug auf
das vor schweren Verläufen geschützt wird. Es ist Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, das klar zu differenzieren. Wirksamkeit in Bezug auf was? Durch das Offenlassen, Wirksamkeit in Bezug auf was, werden bewusst Fehlinterpretationen provoziert. Verdeutlicht vielmehr, dass sich das Virus so stark in der Gesellschaft verbreiten kann, wenn 27% noch ungeimpft sind. Durch die Art und Weise, wie die Ungeimpften hier in den Mittelpunkt gestellt werden, wird suggeriert, die Ungeimpften seien schuld daran, dass es Corona überhaupt gibt, dass es sich ausbreiten kann. Dabei ist mittlerweile vollkommen klar, dass auch wenn alle geimpft sind, selbst bei 100%, dass nach ein paar Monaten sich das Virus wieder ausbreitet. Und was würden Sie jetzt ganz konkret machen, damit es nicht noch mehr Menschen gibt, die sich erkranken oder die noch schlimmer sogar im Krankenhaus und auf der Intensivstation landen? Mit dieser Frage wird suggeriert, dass zwingend harte Maßnahmen nötig sind, um ganz großes Leid abzuwenden. Dabei zeigen England und andere Länder, dass das nicht so ist. Das erwähnt der Moderator hier nicht. Er suggeriert einen Allgemeinkonsens, dass es klar ist, dass es dringend Maßnahmen braucht. Eine Antwort wäre für mich hier tatsächlich noch gewesen, kostenlos Vitamin C, Vitamin D und Zink auszugeben. Das hätte wahrscheinlich in der Vergangenheit auch schon einige Leben gerettet. Aber es ist natürlich so, dass mit Nahrungsergänzungsmitteln kein großes Geld verdient werden kann, wie es bei Arzneimitteln der Fall ist. Und es ist natürlich naheliegend, dass das bei Spenden und so weiter von großen Stiftungen eine Rolle spielt, weil bestimmte Leute entsprechend in Aktien investiert haben. Es ist naheliegend, dass irgendwie eine Einflussnahme der großen Konzerne, die Arzneimittel verkaufen, dass sie stattfindet. Inwieweit das geschieht, das ist nicht beweisbar, aber der Verdacht ist, ja, wenn man sich das hier anschaut, ist natürlich naheliegend. Anders ehrlich gesagt, und meine Frage war ja, was würden Sie konkret machen, damit die Zahlen nicht noch weiter in die Höhe steigen und damit nicht noch mehr Menschen gefährdet werden? Der Moderator weiß, dass die Interviewzeit, die verfügbare Interviewzeit verstreicht. Es sind 5 Minuten eingeplant und er bleibt aber dabei. Ihn interessiert nur das. Es ist hier auch entscheidend, welche Fragen stellt er nicht, was für Fragen könnte er stellen. Er stellt jetzt im Grunde die gleiche Frage nochmal. Was denn gemacht werden könne, um die Ausbreitung des Virus unbedingt zu reduzieren? Damit unterstreicht er, dass das alles ist, worum es geht. Grundrechte schützen, Wirtschaft schützen, das ist alles vollkommen nachrangig. Es müssen jetzt unbedingt Maßnahmen gemacht werden. Und der Ausweg aus den Maßnahmen ist die Impfung. Das ist die Logik, die den Bürgern hier systematisch eingetrichtert wird. Wobei viele Länder auf der Welt zeigen, dass eine Impfpflicht nicht nötig ist. Also hier aber, ich habe gar nicht nach Verboten gefragt. Ich habe wirklich nur gefragt, was würden Sie machen, damit nicht noch mehr Menschen gefährdet werden? Und auch in der allerletzten Frage bleibt er dabei und suggeriert, ich benachteilige die AfD doch gar nicht. Ich will doch nur wissen, was die AfD zu einem bestimmten Thema denkt. Entscheidend ist, dass ganz viele wichtige Themenaspekte nicht angesprochen werden und sie damit einfach nicht wichtig sind für den Bürger, weil der Moderator thematisiert sie nicht und dadurch wird eine Unwichtigkeit suggeriert. Die ganzen Versäumnisse der Regierung Merkel, die Fälschungen der Zahlen in Bayern, Hamburg und Sachsen, eigentlich alles Riesenskandale, wo Ministerpräsidenten zurücktreten müssten. Der Moderator thematisiert das einfach gar nicht. Also wir haben hier riesige Skandale, schon seit Jahren. Es wird einfach nicht erwähnt und damit wird suggeriert, das ist nicht wichtig. Bei vielen Menschen funktioniert das. Das heißt, der Hauptaspekt ist die Unausgewogenheit der Fragen. Dass sie ihnen nur in eine bestimmte Richtung gehen und dass es das altbekannte Mittel ist, hervorheben und verschweigen. Nicht thematisieren. Und es ist Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, die Fragen ausgewogen zu gestalten, der tatsächlichen Relevanz nach. Was hier absichtlich nicht geschieht. Wie hat Tino Chrupalla nun reagiert? Was hätte er aus meiner Sicht besser machen können? Aus meiner Sicht war es gut, dass Tino Chrupalla dem Narrativ klar widersprochen hat. Aber das Problem ist das Vokabular. Er hat gesagt, man müsse die Wirksamkeit der Impfstoffe in Frage stellen. Das Problem ist, er widerspricht damit dem Narrativ, aber die Medien können diesen O-Ton nehmen und ihn missbrauchen. Weil es ist nicht präzise. Hier stellt sich auch die Frage, Wirksamkeit in Bezug auf was? Es war auch auffällig, dass eines meiner letzten Videos mit Tino Chrupalla wurde demonetarisiert. Und jetzt kann man sagen, ja, YouTube, das sind ja sowieso, die sind ja sowieso vom bösen Lager. Aber was zeigt das? Das zeigt, dass YouTube Angst hat, aus meiner Sicht, weil sie wollen ja auch Geld verdienen. Und wenn Tino Chrupalla jetzt sagt, man muss die Wirksamkeit der Impfstoffe in Frage stellen, ist natürlich klar gemeint, Wirksamkeit in Bezug auf eine Eradizierung. Aber man kann es natürlich wortwörtlich nehmen und dann kann man sagen, Tino Chrupalla hat behauptet, die Impfstoffe würden nicht wirken. Sämtliche Statistiken zeigen aber, dass zumindest ein paar Monate aus meiner Sicht eindeutig, dass die Impfstoffe ein paar Monate lang wirken. Das sagt natürlich noch nicht aus, dass jeder sich zwingend impfen lassen muss.
Natürlich, nur weil eine Impfung etwas schützt, die das Risiko zu erkranken verringert, muss sich nicht jeder impfen lassen, aus meiner Sicht, das ist vollkommen klar. Man könnte sonst den Alkohol verbieten, Rauchen verbieten, Übergewicht bestrafen und so weiter und so fort. Tatsächlich ist die Chance für unter 50-Jährige, an Corona schwer zu erkranken, sehr gering. Natürlich kommt das vor, es kommt auch bei jungen Leuten vor. Und zu beanstanden wäre die mangelnde Aufklärung der Öffentlich-Rechtlichen. Aus meiner Sicht ist entscheidend, wie verhält sich Corona zur Grippe? Wie ist genau der Unterschied? Um wie viel gefährlicher ist Corona als die Durchschnittsgrippe für jede Bevölkerungsgruppe nach Alter oder nach Risikofaktor? Und wenn diese Daten nicht bekannt sind, dann müsste moniert werden, warum werden die Daten nicht erhoben? Und das kann Tino Kupala auch in den Mittelpunkt stellen. Aber wenn er sagt, man muss die Wirksamkeit der Impfstoffe in Frage stellen, dann liefert er den Medien Futter, weil die Medien, sie können diesen O-Ton missbrauchen. Es ist ja immer so, dass die O-Töne von AfD-Leuten, sie werden gezielt missinterpretiert oder werden einzeln zitiert, aus dem Zusammenhang gerissen. Und das kann mit diesem O-Ton auch gemacht werden. Aus meiner Sicht ist die Vokabel, die fallen muss, ist Unausgewogenheit. Das ist die Vokabel, die immer fallen muss, weil das ist, womit die Öffentlich-Rechtlichen in der Hauptsache arbeiten und überhaupt die großen Medien arbeiten. Unausgewogenes Hervorheben und Verschweigen. Ständiges Wiederholen und Kleinhalten. Die Leute sind sich nicht bewusst, wie stark das wirkt. Auf jeden wirkt, auch auf uns. Und das müsste Tino Kupala aus meiner Sicht thematisieren, wenn er wirklich was bei den Zuschauern erreichen will. Die Propagandamethoden müssen offengelegt werden und die Medien müssen aus meiner Sicht frontal angegriffen werden, wenn man was verändern will. Es ist aus meiner Sicht auffällig, dass Tino Kupala im ganzen Interview die Medien nicht kritisiert. Überhaupt Medienkritik zu kurz kommt. Und aus meiner Sicht ist der Grund dafür oder die Motivation dafür, dass die AfD-Vertreter denken, wir stellen uns mit den Medien gut, es bringt jetzt ja nicht, uns es vollkommen mit ihnen zu verscherzen. Dann berichten sie ja gar nichts mehr über uns. Jetzt berichten sie ja noch ein bisschen und es könnte ja noch schlimmer sein. Aber tatsächlich ist es so, es könnte nicht noch schlimmer sein. Das, was die Medien jetzt machen, das ist das Maximum. Das ist das Maximum, was sie machen können an schlechter Berichterstattung. Weil wenn die Medien gar nicht mehr berichten über die AfD, dann gucken die Leute selbst nach. Wenn man bei den großen Medien guckt, sie berichten ausschließlich negativ. Und sie berichten in einer Art und Weise, dass die Leute davon abgehalten werden sollen, sich mit der AfD auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn die Medien jetzt gar nicht mehr berichten, zu auffällig gar nichts berichten, dann kommen die Leute auf die Idee, sich die O-Töne anzugucken im Internet. Und das ist genau das, was die Medien unbedingt verhindern wollen. Sie wollen die Reichweite der AfD klein halten. Sie wollen die Leute davon abhalten, sich mit der AfD zu beschäftigen, um dann festzustellen, dass die großen Medien täuschen. Dazu müssen sie immer ein bisschen berichten. Ein bisschen schlecht. Ein bisschen so darzustellen, den Leuten das Gefühl zu geben, ihr wisst über die AfD Bescheid. Ihr, alles Relevante über die AfD, wir sagen es euch. Ihr müsst nicht weiter gucken. Ihr wisst, alles Wichtige wisst ihr. Und das hat bis jetzt auch hervorragend funktioniert. Und so genauso hat es auch früher mit den Republikanern, hat es genauso funktioniert. Es sind scheinbar billige Tricks, die eine teuflische Wirkung haben. Das heißt, wenn Tino Kupala jetzt hier die Medien kritisiert, die öffentlich-rechtlich für ihre Arbeit kritisiert, dann können die Medien nichts machen. Weil wenn sie dann die AfD nicht mehr einladen, dann springen sie ja genau in das Narrativ rein, die AfD zu benachteiligen. Das heißt, Tino Kupala und überhaupt die AfD kann in jedem Interview, sie können alles schonungslos offenlegen, was die Medien Schlechtes machen. Und den Medien bleibt nichts anderes übrig, als hilflos zuzuschauen. Sie können nicht weniger über die AfD berichten, weil dann die Leute selbst nachschauen. Aus meiner Sicht ist es eine Katastrophe, wie wenig die Medien kritisiert werden. Natürlich muss man vorsichtig sein, man muss präzise sein. Sonst springt man in den Frame rein, man kann mit Medienkritik nicht umgehen. Aber wenn man präzise darlegt, was die Medien machen in der Vergangenheit oder am besten live, was hat der Moderator jetzt hier gemacht? Dass die Fragestellung, dass es einseitig in eine Richtung geht. Wenn man das präzise aufdröselt, also man macht nicht unkonkrete Vorwürfe, ihr seid die Lügenpresse, dann wird man ganz einfach geframed. Sondern man stellt präzise dar, welche Täuschungsmethoden die Medien anwenden. Sozusagen am besten das, was ich jetzt hier in den Videos mache, das live vor dem Zuschauer machen. Möglichst ohne Wertung, sondern einfach darstellen, was passiert ist. Wenn die Täuschungsmethoden ins Oberbewusstsein rücken, dann verlieren sie ihre Wirkung. Sie wirken natürlich auch dann noch, aber sie wirken viel schwächer. Umgekehrt wirkt es dann im Gegenteil schlecht für die Öffentlich-Rechtlichen, weil sie dann in den Frame reinspringen, wenn sie diese Methoden anwenden. Das heißt, sie können dann die Methoden gar nicht mehr anwenden, weil dann die Leute sehen, aha, jetzt werde ich durch diese Methode werde ich jetzt getriggert. Und hier in dem Interview hat die Medienkritik leider vollkommen gefehlt. Und es gibt aus meiner Sicht, es gibt so wenig Gelegenheiten.
Auch dieses Interview wird ja nur von ein paar Leuten gesehen. Aber es wird, das Morgenmagazin, es wird von Leuten aus dem Mainstream geguckt. Und es sind sehr wenig Gelegenheiten, die man hat. Und deswegen ist genau das der richtige Platz. Die Medienkritik scheinbar, denken die AfD-Leute, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das ist irgendwann anders, aber nicht jetzt. Jetzt muss ich die Fragen beantworten. Wenn ich jetzt nicht die Fragen beantworte, dann stehe ich dumm da. Und es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Aber tatsächlich ist es so, es ist immer der richtige Zeitpunkt. Es gibt nie einen falschen Zeitpunkt. Jedes Interview ist genau der richtige Zeitpunkt für präzise Medienkritik, die man betreibt durch eine eigenständige Themenlenkung. Natürlich, die Medien werden von sich aus nie danach fragen. Da kann man 100 Jahre lang warten. Es wird nie von den Öffentlich-Rechtlichen eine Frage kommen, wie sie täuschen. Das geht nur durch eigene Themenlenkung. Und in jedem Interview, in absolut jedem Interview, in jeder Rede, es ist immer genau der richtige Zeitpunkt dafür. Es ist nie der falsche Zeitpunkt. Es ist genau umgekehrt. Die Leute denken, es ist der falsche Zeitpunkt und es ist dabei genau der richtige Zeitpunkt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.